Hey ho, meine Lieben, heute machen wir Kalbsmedaillons Bernaise. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das Rezept ist von jemand anderem. Ich verwende es. Ich habe auch nie gesagt, dass derjenige schlechte Sachen gemacht hat. Das waren andere Sachen, was... Ja, egal, ihr wisst es. Und wir gehen jetzt rüber in meine kleine, aber feine Küche, machen das in der Küche. Man braucht nicht unbedingt eine Feuerplatte dazu, eine schöne gusseiserne Pfanne, reicht vollkommen aus. Ja, und ich mache das Ganze jetzt in der Ein-Mann-Version. Na gut, 2 Tage Essen dran, egal, gehen wir rüber, legen wir los. Hier werden wir auch schon bei der gesamten Übersicht. Champignons hätten es ein paar mehr sein können. Na gut, hier meine Kalbsmedaillons. Naja, das, was sie als Kalbsmedaillons verkauft haben. Die werden gleich nur mit Salz, Pfeffer und Paprika gewürzt. Die Pilze schneide ich jetzt auch klein. Und dann werden die Zwiebeln grob in Ringe geschnitten. Ja, und natürlich die Sauce Bernaise. Des Weiteren benötigen wir dann einfach bloß noch ein Stückchen Butter, ja, zum Anbrutzeln, und die Pfanne und einen Topf oder Topf, wo wir das nachher reinhauen alles. Ja, ich würde mal sagen, ich schnippel Zwiebeln und Champignons und dann machen wir weiter. Ja, habe ich mich gerade ausgeheult von den Zwiebeln, die Champignons geschnippelt. Wir nehmen übrigens kein Butter, sondern einen Butterschmalz. Und ja, los geht's hier mit dem Würzen von dem Fleisch. Ganz einfach, schnell und lecker. Salz, Pfeffer, Paprika, mehr brauchen wir da nicht. Also das sind meine allerliebsten Grundgewürze, das habt ihr ja mit Sicherheit schon festgestellt. Mehr braucht man wirklich nicht. Den restlichen Geschmack bringt ja eh die Sauce Bernaise. Na? Fertig. Tja, und gehen wir rüber zum Herd. Und machen das Ganze ruckzuck fertig. So sehe ich das im Moment. Attacke. Können wir hier eigentlich schon anfangen. Da hinten die Kokotte oder wie das heißt. Emaillierter Gusseisentopf. Geiles Gerät. Geiles Gerät. Aber zuerst brauchen wir hier jetzt erstmal etwas Butterschmalz. Da darf es auch etwas mehr sein. Und mittlerweile, Leute, bereue ich es wirklich, dass ich mir keinen Induktionsherd gekauft habe. Sondern nur ein normales Ceranfeld. Aber mein Gott, man kann nicht alles haben. So, das sollte erst einmal reichen. Ich brauche noch... Ja, Freunde, zweifelsohne wird mir das an der Feuerplatte wesentlich mehr Spaß machen, aber es funktioniert auch in der Küche. So, dann weg. Und das brutzeln wir uns jetzt schön raus. Wir schauen, dass wir von allen Seiten schön Röstaromen dran kriegen. Weil erst dann ist es so richtig lecker. Heiß. Noch ganz kurz brutzeln lassen und dann können die schon in den bereitgestellten Topf, was immer ihr verwendet. So. In die Pfanne kommen gleich die Zwiebeln rein.
werden auch schön angebrutzelt. Dazu ist ja wirklich eine Feuerplatte empfehlenswert, aber die Feuerplatte wird auch bloß heiß. Also genauso wie die Pfanne. Und ich glaube auch nicht, dass jeder, der das Gericht mal nachmachen wollte, Feuerplatte und alles zur Hand hat. Tun wir die einmal schön glasig anschmuggeln. Also das Fleisch braucht noch ein bisschen Nachhilfe, damit es wirklich richtig schön, ja, halbwegs durch ist. Es war einfach noch zu sehr rosa. Brutzeln wir es nochmal mit an der angeschnittenen Fläche. Ich habe jetzt alle Stücke einmal halbiert noch. Aber die Zwiebeln werden auch langsam. Und ein klein bisschen köcheln tut es ja dann im Topf auch noch. Nicht allzu lang, aber ein bisschen. Und dann wird es auch komplett durch sein, so wie ich das mag. Also wenn ich es dann in den Topf rüber wuchte, hole ich euch wieder dazu. So, jetzt soll es aber gut sein. Ja. Und die Zwiebeln können wir auch gleich drüben neu wuchten. So, in den anderen Videos wird ja viel mit Öl gearbeitet, wegen Feuerplatte und Co. Aber ich für meinen Teil nehme hier jetzt lieber den Butterschmalz. Da brauchen wir auch noch ein bisschen was. Ja, komm jetzt raus. Und so, ich soll jetzt vielleicht den Herd auch wieder einschalten. Egal, geht noch. Und da kommen jetzt die Champignons rein. Und die tun wir jetzt auch noch einmal ordentlich anschmuggeln lassen, bevor sie in den Topf mit reinkommen. In der Zwischenzeit schnibbeln wir schon unsere Sauce Bernese auf. Ja, und wenn die Pilze entsprechend angeschmuggelt sind, kommen die natürlich auch mit in den Topf mit rein. Oh, ist das Ding schwer. Mache ich fertig und danach hole ich euch wieder dazu. So, das Ganze jetzt unterheben, einmal kurz vermengen und dann lasse ich das Ganze jetzt noch für circa, ja, Viertelstunde vor sich hinschmurgeln und dann kommt die Sauce Bernese rein. Ja, genug geköchelt. Dann wollen wir mal die Sauce Bernese reinhauen. Wo ist meine Schere hin da? Ja, die ist schon leer. Obwohl, ein bisschen was hängt nur drin. Ja. Wir wollen alles. Wieder mal geschafft.
kein Problem. Meine Küche, meine Sauerei. Oh, mich regt's auf. Sieht man den Fladen? Jawohl, den sieht man. Oh Mann, hey. Naja, zumindest nicht am Boden, weil den habe ich gestern gewischt. Richtig schön schlotzig, schlunzig, so wie es sein soll. Dann lassen wir das Ganze jetzt noch ein Minütchen stehen. Und dann sehen wir uns an der Theke. Uiuiuiui. Oh ja, dann wären wir fertig. Jawohl. Yum, yum, yum. Ja. Und wiederum gesabbert. Egal, egal. Also ich habe noch einem Kumpel Bescheid gegeben. Der schafft bis 11. Hab gesagt, du kannst auch gerne um 11 noch zum Essen kommen. Oh, verreck. Sonst esse ich ja 3-4 Tage da dran. Mann, 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 Mann. So. Fertig ist unser Kalbsmedaillon Bernays. Schauen wir mal, wie es innen aussieht. Ja, noch ganz leicht rosa. Oh, ich habe euch vergessen. Habe ich jetzt doch glatt vergessen, die Cam hochzustellen. Macht nichts. Ich kann mal noch mal was in den Hals reinstecken. Und das Toastbrot ist natürlich da zum Soße aufschaufeln. Mein Fazit zu meinem Essen: Es ist lecker. Es ist sogar sehr lecker, aber ganz ehrlich, nicht so lecker wie das andere, was ich gegessen habe. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich die Tomi Bernays Soße verwendet habe und nicht die andere. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche das war. Vielleicht erinnert sich ja einer dran und kann es unten in die Kommentare reinschreiben. Wenn er das macht, nimmt die richtige Bernays Soße. Aber lecker ist es auf alle Fälle. Definitiv. Und ich gehe jetzt auf meine blaue Couch, zu genießen, zu Fernseh gucken nebenbei und freundliches Kommentar, nettes, nettes Abo, ach Gott, ich sage das immer verkehrt, egal, ihr wisst, was ich meine, Daumen nach oben, nettes Kommentar, Abo wäre nicht schlecht, würde mich wieder freuen, wenn es aufwärts geht und ja, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal, schauen wir mal, was es dann gibt, ich habe wie immer, noch keine Ahnung. Wir werden sehen. Ciao, ciao.